Vielen Dank. Ja, schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe mal ein sehr dankbares Thema ausgesucht. Nagios, Isinga und das Ganze drumherum, das ganze schöne Ökosystem groß machen, zu skalieren oder einfach mal drüber nachzudenken, was geht nicht, an welche Grenzen stoßen wir, woran müssten wir schrauben, um das ändern zu können und so weiter. Kurz zu mir, also ich komme aus dem Land, das zu Österreich gehört hat, dann zu Italien gehört hat, jetzt immer noch dahin gehört, aber zu beiden nicht gehören will und bin von dorthin dann umgezogen in das Land, das zu Bayern gehört, aber auch nicht zu Bayern gehören will. Also ich bin von Südtirol nach Franken gezogen. ja, ich habe auf meinen Vater gehört, der hat gesagt, ich soll mal einen handfesten Job suchen, was sicheres. Sichere Arbeitsbedingungen habe ich sogar hier in Franken gefunden, habe mein Werkzeug mitgenommen und bin mal in den Wald gestartet, macht auch Spaß. Und wenn ich gerade Zeit übrig habe, dann bin ich für Netways an der frischen Luft oder halt wenigstens dauernd unterwegs. Also mein Job nennt sich Consultant, Senior Consultant und ich reise wirklich nonstop von Kunde zu Kunde und ja, darf das ausbaden, was ich aus dem Lied rauskriege. So, zum Thema Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit, so ganz grob. Das mit den Kirchenglocken, die redundant auszulegen, funktioniert übrigens nicht immer auch ganz so einfach, weil im katholischen Land Tirol hat jede Glocke so ihren eigenen Zweck. Also da darf man nicht einfach die große Glocke dann für jeden läuten. Schwerpunkt auf jeden Fall Nagios Isinga, in dem Umfeld bewege ich mich normalerweise. Das bedeutet natürlich, dass ich eine ganze Phalanx an Erweiterungen und Add-ons und Frontends und Backends und so weiter habe und möchte natürlich auch auf die näher eingehen. Ich möchte kritisch ein wenig aufzeigen, was geht, was kann ich damit machen und wo stoße ich einfach an Grenzen, wo geht es nicht weiter, wo würde ich mir persönlich wünschen, dass einfach auch im Isinga-Projekt vielleicht mal so Grundsatzdiskussionen starten, ob man nicht grundsätzlich die eine oder andere Komponente ein bisschen in Frage stellen könnte, umbauen, neu machen. Wenn später jemand beim guten Heiß- oder Kaltgetränk drüber quatschen möchte, sehr gerne. Ja, ich kämpfe normalerweise zwischen zwei Fronten. Den Pickel habe ich selber zerschlagen, aber nicht bei der Arbeit. Ich bin natürlich normalerweise beim Kunden, das heißt, ich habe im Grunde die Aufgabe, eine Open-Source-Monitoring-Lösung zu implementieren, umzusetzen. Außer ich spiele gerade mit Puppet oder Jasper oder was anderem. Und auf der anderen Seite vertrete ich aber NetOS intern oder in den OSS-Projekten, in denen ich ein bisschen versuche mitzuhelfen, den Kunden und die Kundensicht. Und das ist manchmal eine sehr schwierige Position, weil eigentlich kann mich keiner von beiden leiden. Es läuft aber dann trotzdem. Ich möchte ja mit zum Tuning ein paar Worte verlieren. So ganz ich möchte nicht zu viel ins Detail geben, denn da ist schon sehr viel geschrieben und erzählt worden. Und ich habe heute schon in einem Vortrag einen Tuning-Tipp gehört, der das genaue Gegenteil ist von dem, was auf der Nagios Isinga Tuning-Anleitung steht. Also, man hat viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Zum Glück, denn so kann man es anpassen. Leider habe ich natürlich auch die ganzen Möglichkeiten. So sieht dann jede Installation eigentlich komplett anders aus. Ihr müsst einfach versuchen, wirklich auch außerhalb des Isinga-Projekts immer ein bisschen anzuschauen, was machen die anderen Projekte, was macht sozusagen der Mitbewerb, was machen die besser. Ich erlaube mir das einfach mal wirklich auch das so zu sehen und möglichst ohne unvoreingenommen für das eine oder andere zu sein oder dagegen. So, gleichzeitig möchte ich aber darüber nachdenken machen, so alte Protokolle wieder zu entdecken oder die wenigstens so zu nutzen, wie sie eigentlich ursprünglich mal gedacht waren. Ganz kurz vorab zu den Komponenten, die ich in so einer Monitoring-Umgebung habe. Also
mein Chor ist im Grunde so ein schöner, dummer Scheduler, der nichts anderes macht, als Checks zu forken, zu schedulen und so weiter. Und dann macht er halt nur so Aufgaben wie Benachrichtigungen und reicht Daten weiter. Ich habe rund drumherum irgendwelche Agents, ich habe Plugins, ich nutze alle möglichen Protokolle. Ich habe Message Queues, Enterprise, Bus, ich habe alles Mögliche schon gesehen. Ich habe das ganze Thema natürlich Benachrichtigungen, Alarming, Escalations, das sehr viel Spaß macht. Ich habe historische Daten, die ich sehen möchte, die dann ebenfalls, es gibt Projekte, die sagen, die wollen wir nicht haben, die brauchen wir nicht, oder die stehen in den Logs, andere sagen, ich will alles in der Datenbank haben, denn ich möchte potenziell, theoretisch morgen einen Report über so ziemlich alles machen, ohne eigentlich genau zu wissen, was ich dann eigentlich brauchen werde. Sehr dankbar, Aufgabe. Und natürlich die ganzen Frontends, die ich nutzen kann, möchte ich mir auch ein klein wenig anschauen. Ganz kurz eine Frage als Chor, Venus Nagios? Isinga? Schinken? Ah. Was ist das mehr? OpenMS? Sabix? Kommerzielle Produkte? Ja. So, habe ich noch was vergessen? Einige? Egal. Nur ganz schnell Protokolle NRP, NSCA, Checks per SSH, CheckMK, SNMP, ISMP natürlich jeder und so weiter. So. Nur ganz schnell dann als Backend, wer nutzt relationale Datenbanken? IDO, NDO, Merlin, sowas. Textdateien, welcher Ort auch immer. Ja. Grundsätzlich überall. Und so weiter. Ihr spare ich das. Ja? Also ich habe, und das ist eigentlich, die ganzen Komponenten habe ich auch beim Kunden. Es gibt sehr, sehr viel in der schönen Nagelsee-Singer-Welt, Natschinger-Versum, wie wir es nennen wollen. Aber trotz allem, es läuft halt. Es läuft wie so ein schöner, alter Traktor oder das Dieselroster. Und es läuft ja nicht besonders schnell, aber es läuft. Meistens, oder sollte laufen. Zu dem Foto vielleicht eine kleine Anmerkung. Ihr habt das hat mal jemand in einer Kneipe mal für mich persönlich gebastelt. Das war 10 Tage nach 9/11. Und das waren Afghane, der man das gemacht hat. Und wie man die baut, hat er gelernt, als er bei den Taliban im Gefängnis gesessen ist. Aber er war von der anderen Seite. So, jetzt geht's los. Normalerweise, wenn ich zum Kunden hinkomme, dann hat der Kunde irgendein System schon vorbereitet. Der Server ist da, alles ist wunderbar. Im Vorfeld muss ich meistens abklären, wie soll das System ausschauen und darf nicht doch eine VM sein, weil die hätten wir halt billiger. Das mit dem VM ist ein schwieriges Thema, theoretisch geht's, aber meistens laufen die nicht so, wie man sich das vorstellt. Grundsätzlich benötige ich für Nagios und oder Isinga, ich brauche Plattenperformance, ich benötige, das Fork muss schnell laufen, zu dem komme ich noch. Ich benötige natürlich RAM und vor allem, wenn ich eine Datenbank dann dahinter nutzen möchte, dann brauche ich ordentlich RAM. Grundsätzlich, jeder SAN-Vertreter wird mir was anderes erzählen, aber ich kriege nirgends mehr Speed raus als wirklich vielen lokalen Spindeln, die in einem lokalen Controller hängen habe, schönen batteriegebufferten RAID-Controller, am besten RAID 10 oder was Vergleichbares. Das, was wir hier sehen, ist das BIOS von so einem RAID-Controller. Zwar ein billiges, aber die Dinger gibt es und da kann man stellschraubend reden. Und passend dazu könnte man sich auch noch einen IO-Scheduler wählen. Das Thema ist nicht so uninteressant.
ich komme ganz klein dazu, zuerst noch was anderes. Ich habe normalerweise das Problem, der Kunde sagt, das System ist super schnell. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, da umfangreiche Benchmarks aufzusetzen, aber ich kann sehr, sehr einfach mal einen Eindruck gewinnen, wie schnell sind diese Platten oder dieses Storage, die nutzen muss eigentlich oder darf. Harte Bahn. Grundsätzlich sagt man, der Wert nicht viel. Ich habe hier halt 377 Megabyte die Sekunde, die ich schreiben kann. Ich würde nicht so viel Wert auf das legen, aber wenn ich hier 17 Megabyte lese, dann habe ich ein Problem. Weil jede. Und das trifft man an. Das ist nicht so selten. Eine normale IDE-Platte schafft halt locker 70 und mehr, so eine Notebook-Platte schafft 100. Und mit einem schönen Controller und ordentlichen Platten ist das nur wenig. Dann interessant ist die nächste Zeile. Mich interessieren Latenzen zu den Festplatten. Die Idee hinter der Zeile, die habe ich beim DRBD-Projekt abgeschaut. Ich schreibe kleine Blöcke irgendwo hin. Ihr könnt anstelle eines Files oder sollte eigentlich ein RAW-Device benutzen. Da aber bitte aufpassen, denn wenn ihr da was hingeschrieben habt, dann habe ich das hingeschrieben und das Device ist weg. Also die Daten, nicht das Gerät. Was ich hier sehe, ich habe mit dem Flag da unten, das ist wichtig, direkt durchgeschrieben, habe gesagt, ich will 1000 Pakete schreiben. Das wären dann in Wirklichkeit dann 4 Kilobyte oder keine Ahnung, was für Blöcke sein, aber kleiner als 512 gibt es sicher nichts. Wenn ich das noch kleiner mache, wird sich kaum was ändern. 6,5 Megabyte sind wirklich erstmal erbärmlich, aber mehr kriege ich so nicht hin, also jedenfalls auf dem Rechner nicht. Ich habe 1000 Blöcke geschrieben und kann eigentlich dann einfach den Wert hier dividieren und müsste, da habe ich irgendwas falsch, ich würde meinen, das sind 7,8 Millisekunden. Sekunde? Wo ist er denn? Da. Das möchte ich genau haben. Finde ich nicht. Gut. Ich suche es euch nachher noch raus, ob wir es genau wissen wollen. Auf jeden Fall, ich sehe hier, wie viele, ich nehme die Zahl, dividiere sie durch die Anzahl der Blöcke, die ich geschrieben habe, und weiß im Grunde, wie groß die Latenz für einen Write-Request ist. Das ist auch kein sinnvoller Benchmark, aber wenn ihr das auf mehreren Rechnern macht, dann seht ihr mal ungefähr, wie lange das dauert. Und wenn ihr hier ungewöhnlich hohe Werte habt, dann ist was faul. Verzeiht mir bitte, ich finde, hier habe ich den Vergleichswert. Genau, ich habe in dem Fall 0,078 Millisekunden Latenzen. Dasselbe habe ich getestet dann mit einem DRBD auf demselben Rechner, da waren es nur 0,7. Mein Laptop schafft lokal 0,5 irgendwas. Und auf irgendeinem schönen, teuren Xeon E irgendwas habe ich mit verkonfigurierten Controller das Zehnfache nur geschafft. Also das ist mal zehnmal so langsam. Probiert es einfach auf mehreren Rechnern aus. Wichtig bei sowas ist immer der Vergleich. Oder grundsätzlich, wenn sich die Frage stellt, will ich das in der VM machen oder außerhalb, führt es das außerhalb und innerhalb aus. Wenn die Werte sich die Waage halten oder nur leicht unterscheiden, dann machst du das in der VM. Und sonst ist vielleicht der Bare Metal Server doch die bessere Idee. Sehr interessant auch die Fork Performance. Ich habe mal einen netten Fall gehabt, der Kunde hat relativ wenige Checks gehabt und sobald er so ein Set von nicht sehr orthodox entwickelten Rital-Checks in Shell-Scripts aktiviert hat, aber für sehr wenige Schränke, dann war die Performance aber schon voll im Keller und der hat es nicht mehr geschafft, die Latenzen gingen hoch und man hat nichts gesehen. Also da war kein Prozess, der viel CPU benötigt hat, ich habe keine IO-Loss gehabt. Ich habe dann die Forks im Verdacht gehabt und dann überlegen müssen, ja, wie messe ich denn sowas? Die Zeile ist recht nett. Ich führe den Befehl date aus, also
Ich frage einfach irgendwas. Das Nette daran ist, da stehen Sekunden. Wenn ich das durch Unique schicke und dann mit minus C zähle, dann habe ich pro Zeile eine Uhrzeit und 500, 570, 100, 2000, je nachdem, wie viel der schafft. Das, die kleine Zeile, einfach mal außerhalb und innerhalb von der VM testen, kann sehr spannend sein. Ich habe es ja schon in der VM schneller gesehen als außerhalb. Geht, ja, kann durchaus sein, aber das ist spannend. Das nächste nutzt Unix Bench, ist ein nettes Paket und da gibt es so einen Sparen-Prozess, der macht ganz, ganz billige Forks und da halte ich dann höhere Werte. Das ist ebenfalls nur im Vergleich interessant. Ich habe ja, zum Beispiel auf so einem alten Xeon die Hälfte geschafft, wie im Vergleich mit dem neuen Modell, aber obwohl der alte eigentlich mehr Gigahertz gehabt hat. Ich habe einen Kunden gehabt, der war sehr glücklich, hat einen neuen Server gehabt für die Monitoring-Umgebung, 48 Cores, 128 GB RAM und so weiter, aber hat bloß noch zwei Drittel von den Forks geschafft, die er vorher geschafft hat. Also das sind Kleinigkeiten, aber das für sich selber messen mit verschiedenen Systemen und im Laufe der Zeit dann vergleichen, wenn ich neue Hardware einkaufe, mal einfach schauen, was bringt mir das neue Ding, das macht Sinn. Ja, das entspricht ungefähr dem Beispiel von vorhin. Man findet online sehr, sehr viele Nagios-Jack-Plugins von unterschiedlicher Qualität. Viele sind der Meinung, na, ich werde doch nicht sowas mit Börs schreiben, da verbrauche ich viel zu viele Ressourcen, das kann ich ja mit einem Shell-Skript machen. Aber gerade so Konstrukte bedeutet eigentlich, dass ich jedes Mal wieder irgendeinen Prozess starten muss. Ich habe eine Vorschleife, habe eine Sequenz, macht er dann jedes Mal SNMP-GET, dann den Grab und das WC. Also das schaukelt sich auf und mir kostet sowas am Ende dann eigentlich mehr als so ein Burl-Check. Muss nicht Burl sein. Also bei dem, was diese Shell-Scripts da drin gemacht hätten, hätte ich Ruby, PHP, alles hoch und runter fahren können, Java, kein Problem. Aber es gibt natürlich auch Burl-Checks, die forken dann auch nur wieder externe Tools. Tja. Ich komme nachher noch ein bisschen näher zu dem Thema. Empfehlung, führt einfach regelmäßig Benchmarks durch. Die Systeme, die ihr betreut, wollt ihr gerne kennen. Mein persönlicher Favorit ist die Foronix Test Suite. Die macht selber eigentlich gar nichts, nutzt aber viele, viele externe Benchmark-Tools, Bunny und. Und das Nette daran ist, da kann man das in XML-Files schreiben und ich kann dann mehrere Files kombinieren. Also ich kopiere einfach die Testergebnisse von einem File in das andere und kann mir das schön in der Webseite anschauen. Ich habe in meinem alten Job zum Beispiel immer dann, wenn wir eine neue Hardware-Plattform erhalten haben, dann waren die Server mal für ein paar Tage sequestriert und haben, also das ist ein italienisches Wort, beschlagnahmt. Und die machten dann nur Benchmarks. RAID-Controller, andere Einstellung, ein paar Stunden laufen lassen. Scheduler im Kernel, wie vorher erwähnt, es wird meistens ein Fair Scheduler empfohlen, allerdings habe ich bei meinen Systemen die Erfahrung gemacht, dass dort eigentlich für Datenbank-Workloads zum Beispiel so ein Deadline-Scheduler viel besser ist. Also man kann zu dem Thema eine allgemeine Empfehlung machen. Wichtig ist bloß, dass man die eigenen Systeme kennt und weiß, wie die ticken und wie sie sich unterscheiden. Ja, ich möchte nicht so viele Details zu einzelnen Konfigurationsschaltern von Nagios und Ising und so weiter jetzt da euch damit langweilen, weil die haben wir schon tausendmal gehört. Die sind online sehr gut beschrieben, aber wie schon gesagt, auch dazu gibt es dann unterschiedliche Meinungen. Use Large Installation Tweaks, ja, einschalten, läuft. Ganz, ganz wichtig, Check Result Reaper Frequency, wenn ich viele Checks habe, dann bringt er die einfach nicht weg. Also es tut nicht weh, das runterzusetzen, auch gerne auf eine Sekunde. Ich habe persönlich noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, das funktioniert. Aber der Reaper ist grundsätzlich ein Problem. Zu RAM-Disks gibt es auch recht ja, viele Empfehlungen, was man da drauflegen soll, was nicht. Ich habe gemerkt, es bringt was, den Check-Results auch noch da drauf zu legen. Also im schlimmsten Fall verliere ich halt die
theoretisch von der Sekunde, der den ich geholt habe, die Files. Status, Dat und Object Cache nicht wirklich. Und ich baue häufig so hochverfügbare Lösungen, bei denen ich dann die Aufgabe habe, dass auf dem anderen Rechner dann sofort das Isinger mit demselben Status wieder da sein muss. Und da ist es natürlich blöd, weil ich den kompletten Status verloren habe. Ausprobieren. Also richtig viel bringt es aus meiner Sicht nicht, weil einfach heutzutage das Caching für die Filesystemebene im Linux so gut funktioniert. Der Reaper ist natürlich ein Problem, ein Designproblem, das wir haben. Schinken macht das ohne. Es geht ohne, man kann es ohne machen. Natürlich kann man nicht einfach so mal schnell den Nagelscore umstellen, das wäre ein bisschen böse. Im Isinger Git gibt es einen netten Ansatz, einen anderen mittlerweile, zu dem komme ich nachher noch. Benchmarks, wir haben heute schon gesehen in dem Raum, von verschiedenen Monitoring-Umgebungen ist ein schwieriges Thema. Und es ist sehr, sehr schwierig, die fair zu machen. Und im Grunde kann ich mir, ich kann aus einem Nagios keine wahnsinnig schnelle Maschine machen, aber ich kann mir das leicht so hinbiegen, wie ich haben möchte. Ich kann viel schräge Sachen machen. Das da unten war mal ein Test, den ich gemacht habe, um einfach mal rauszufinden, was ich durch die IDO-Pipe eigentlich durchkriegen kann. Das lief auf dem Laptop hier. Das geht. Das funktioniert. Also ich habe einfach wahnsinnig viele Checks gemacht, billige, dass man wirklich aktive Checks die ausgeführt hat, wobei ich dann teilweise in den Cache-Check-Horizon wieder reingelaufen bin. Ja, also wenn ich einen Check innerhalb von 30 Sekunden wiederhole, dann wird er eigentlich gar nicht ausgeführt. Also sowas kann Benchmarks verfälschen. Aber auf jeden Fall, das läuft. Und der Witz war, ich habe auf dem Laptop, das lief eine ganze Weile, abends beim guten Brand in der Hotelbar, und nebenbei war der Firefox noch ganz normal bedienbar. Ich habe die Load vor allem durch die Prozesse erhalten, die dann RAM-Disk warten und so weiter, keine Ahnung. Aber ich habe auf der Platte eigentlich nichts erzeugt oder kaum was. Ich habe die Plugins auf eine RAM-Disk gelegt, einfach das, ich weiß nicht, ob das was hilft, aber auf jeden Fall wollte ich einfach sicherstellen, dass der mit meiner Platte nichts macht, damit ich nebenbei noch arbeiten kann. Das geht. Ich will sowas nicht in Produktion haben, aber der hat auch alles schön brav durch die IDO rausgeblasen. Das Problem ist dann eher, das auf der anderen Seite in die Datenbank zu bringen. Das haben wir gehabt. Hohe Verfügbarkeit. Im Grunde sieht Nagios oder Isinger sowas nicht vor. Ich muss mich selber darum kümmern. Es gibt alle möglichen Ansätze, wie man sowas machen kann. Wir haben sehr viele davon schon ausprobiert und umgesetzt. Eine Variante. Mein Hauptanliegen ist, dass mehrere Isinger-Server einfach dauert, dass ich dauernd ein Monitoring habe. Und wenn einer wegbricht, dann soll das bitte der andere machen. Ich kann das sehr billig haben, ich kann zwei Systeme laufen haben, die überwachen auf jeden Fall dauernd sich gegenseitig, nutzen dieselbe Konfiguration und dann kann man sich aussuchen, lasse ich einen aktiv dauernd bolden. Wenn der andere den nicht sieht, dann aktiviert er sich einfach selber per Command-Pipe sämtliche Checks oder beide bullen dauernd und aktivieren dann nur die Notifications. Da habe ich. Das ist nicht schön, aber man kann sowas machen. Natürlich, wenn ich Merlin oder Schinken habe, für sowas nettere Ansätze. Ihr könnt einen H-Cluster aufsetzen, also Basemaker, Coarsync, wunderbar. Das macht den Failover viel einfacher, weil ich mir keine großen Gedanken darüber machen muss. Ich schwenke meine Ressource und das läuft weiter. Gleichzeitig verkompliziert das aber alles, denn wenn ich den Cluster nicht verstehe, dann habe ich mehr Probleme als ohne. Und gerade die ganzen Resource Agents, die so ein Cluster hat, also im Grunde der Start und Stopp ein Service, und wenn der nicht richtig antwortet oder dem was Falsches mitteilt, oder das Standard Isinger Start-Stop-Skript, wenn der den nicht stoppen kann, dann bringt er halt eine Meldung, hat nicht funktioniert. Aber das Ding läuft weiter. Der Cluster glaubt, den hat er beendet, versucht zu schwenken, Filesystem hängt und und. Also das macht Arbeit, man kann es sauber hinkriegen und das läuft. Skaliert natürlich noch nicht, also nicht das Ding alleine, aber ich habe, wenn ich dort so eine Umgebung habe mit sehr vielen Knoten, die
aktiv Checks durchführen und einen zentralen passiven Knoten, auf dem ich dann Performance-Daten und das Ganze drumherum mache, dann kann ich den oder meinetwegen, wenn ich will, jeden Knoten durchaus so hoch verfügbar machen. Ich benötige einen Shared Storage. Ich muss nicht viel darauf liegen haben. Ich versuche meistens von den Ressourcen, die laufen, so viele wie möglich auf allen Knoten laufen zu lassen. Zudem kommen wir noch mit so Beispielen. Auf jeden Fall, Isinga natürlich muss ich schwenken. Wie vorher erwähnt, ich möchte wenigstens die Retention-Daten oben liegen haben, vielleicht den Object-Cache. RD-Files natürlich auch, wenn ich da nichts verlieren möchte, weil die muss ich mitnehmen. Und das bedeutet dann wieder, ich habe sehr viel I.O. auf meinem Shared Storage. Die Datenbank, wenn ich die in so einem Setup habe, hat eigene Replikationsmechanismen. Ich könnte natürlich ebenfalls auf meinen Shared Storage legen, auf mein DRBD, ganz egal, was ihr nutzen möchte. Es macht wenig Sinn, also es macht Sinn, wirklich die Replikationsmechanismen in der Datenbank zu benutzen. Bei MySQL klassisch mache ich ein Master-Master oder hängen noch weitere Slaves dran, die dann die ganzen bösen Lese-Queries abkriegen. Ich habe normalerweise auf jedem Rechner, wo ich eine Datenbank laufen habe und dann potenzielle Isingas, die geschwenkt werden, immer den IDO2DB-Dämon schon laufen, damit ich den nicht nur mitschwenken muss und einen weiteren Wackelkandidaten habe, bei dem ich nicht sicher bin, kommt er hoch, kommt er nicht hoch. Schwenk Isinga, IDO-Mod, findet schon einen fertigen Dämon und kann da reinschreiben. Schlimmstenfalls schreiben zwei gleichzeitig, aber das kann ich ebenfalls in der MySQL-Replikation so hinbiegen, dass es keine Probleme macht. Aktive Checks natürlich, haben wir heute schon mehrfach gehört, skalieren nicht wichtig, sind richtig langsam. Sobald ich sehr, sehr viele Checks habe, habe ich normalerweise lieber ein System, das selber aktiv gar nichts hat und x passive Knoten, x andere Knoten, die dann die aktiven Checks ausführen und irgendwie einliefern. Das irgendwie ist auch so ein Thema, weil das kann ich auf x verschiedene Arten und Weisen lösen. Da kommt ebenfalls nochmals nachher das, was ich erwähnt habe, dass man zurzeit im Isinga geht finden. Aber zurzeit, es gibt NCSA, das nicht wirklich funktioniert, das kann ich nicht nutzen. Also nicht wirklich gut. Ich habe R-Syncs gesehen, ich habe passive Knoten gesehen, also remote Knoten gesehen, die dann die aktiv einfach die Ergebnisse dahin liefern und. Jeder findet so ein bisschen seine eigene Umgebung. Schön ist das alles nicht. Es funktioniert, aber ja. Und natürlich, wenn ich auch damit stoße ich irgendwann an Grenzen und ich stoße früher an Grenzen, wenn ich eine Datenbank hinten dran hängen habe. Also nicht irgendeine Datenbank, wenn ich NDO oder IDO hinten dran hängen habe. Was ein Kollege von mir jetzt mal eigentlich angefangen hat zu betreiben und ich glaube eine recht gute Idee ist, einfach auch für jeden Server mehrere kleine Isinga-Instanzen laufen zu lassen. Also ein großer Nagios oder großer Isinga, der sehr, sehr viele Services hat, arbeitet nicht wirklich gut, da läuft das Scheduling nicht sauber. Ich muss sie nicht einen zweiten Server aufstellen, um Checks rauszugeben, sondern ich könnte einen zweiten Prozess eine zweite Isinga-Instanz laufen haben, die das macht. Zudem haben wir eigentlich noch keine Messergebnisse, aber das fühlt sich gut an. Schön ist, wenn ich so ein Add-on habe wie lconf, denn da kann ich dann richtig schön steuern, welchen Teilbaum von welcher meiner Instanzen ausgeführt wird. Und wenn dann wirklich mal an ersetzt werden muss, dann weise ich das jemand anderem zu. Also die ganzen Produktnamen hier sind immer bloß Beispiele. Es gibt von allem sehr, sehr viele. Ich habe halt immer so das erwähnt, was mir gut einfällt. Nagios hat einen zentralen Scheduler. Natürlich habe ich, wenn ich das verteile, mehrere, aber grundsätzlich habe ich da ein Problem. Ganz nett ist Isinga MQ. Also das Ding ist noch nicht fertig. Das ist so im Pre-Beta-Status. Aber mir gefällt es richtig gut. Ich habe eine Message Queue, benutzt wird intern einfach Zero MQ, das heißt, ich brauche keinen Broker und gar nichts, das Ding ist recht schlank. Isinga kann scheduled normalerweise alles selber. Sobald sich jemand in dieser Queue anmeldet, dann wird
dem das ganze Jacking übergeben, also dann macht der Chor selber gar nichts mehr. Wenn ich einen zweiten dranhänge, dann wird das, dann teilen sich das schön auf. Also so, wenn die jetzt beide gleich nicht abholen, 50-50%. Und ich kann das weiter skalieren. Also ich kann an so einen Jack-Process-Dämon, ich weiß gar nicht, wie das Ding richtig heißt, wiederum mehrere dranhängen und dort zum Beispiel unter den 50%, die ich habe, nochmals drei Knoten dranhängen und die holen sich dann ein Drittel von der Hälfte. ja. Danke. Ich finde es schön. Also, was mir persönlich missfällt, man kann das alles schön lösen, aber mir gefällt es gar nicht, wenn es überall auf irgendeine andere Art und Weise gelöst wird. Und wenn dazu der Impuls aus dem... Also das ist noch nichts Offizielles, das ist noch nicht drin, das ist mal ein Versuch, aber sowas würde ich mir wünschen. Einfach mehr Vorgaben aus dem Projekt, die mir Möglichkeiten bieten, genau die Arbeiten, die wir eigentlich in so einer großen Umgebung benötigen, nach einem bestimmten Standard zu machen. Ich habe dann jede Menge andere Ideen, die man da machen könnte, denn ich kann über diese Message Queue sämtliche Events abonnieren. Das heißt, ich habe früher mal spaßeshalber eigene Skripts gemacht, die sich an den IDO-Socket hängen. Ich kann genauso gut diese Queue abonnieren, ist billiger. Und ich muss ja nicht meine ganzen Performance. Ja, bitte? Damit noch nicht. Das möchte ich nachher noch als Frage in den Raum stellen, aber das wäre schön, wünsche ich mir ebenfalls. Das ganze Performance-Daten-Handling ist hässlich. Da muss ich jetzt auch wieder meine Files schreiben. Es ist eigentlich richtig intelligent. Ja? Dieses Queuing, ich schreibe in eine File rein, move das weg und dann wird ein neues geschrieben. Das ist sau billig und das ist eine richtig herrliche Queue. Ich habe schon viel, viel schlimmere gesehen. Aber der Umweg wird dann komplett entfallen. Ihr könnt ja einfach sämtliche Check Results abonnieren als Grapher und die dann zeichnen. Mir wird sowas richtig gut gefallen. Oder das ganze SLA-Reporting gibt es mittlerweile im Missing, das werden wir hören, aber das können wir nicht komplett auslagern. Das muss nicht alles zentral laufen. Ja, so, nun zu den Web-Frontends. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Grundsätzlich unterscheiden sich in der Arbeitsweise. Also ich habe das Klassische mit der Status-Dat, kennen wir alle. Ich habe die IDO, NDO-Datenbank. Ich habe MerlinDB, das muss immer eingefallen sein. Oder ich habe eine komplett andere Herangehensweise, das vom MK-Live-Status. Das mit der Status-Dat ist toll. Das funktioniert, das läuft. Also im Grunde, wenn ich eine kleine Umgebung habe, mit der klassischen Oberfläche zufrieden bin und nicht die Anforderungen habe, für x Abteilungen personalisierte Ansichten und so weiter zu haben, dann würde ich das empfehlen. Dann benötige ich theoretisch keine Datenbank. Dann läuft es wirklich wunderbar. Also ich will nicht jedem Singer Web und eine Datenbank einreden, aber häufig benötigt man das einfach genau für diese Anforderung. Rechtevergabe und. Skaliert aber leider nicht. Also so richtig groß kann so ein File nicht werden. Also eine Umgebung kann nicht groß werden. Das File natürlich. MK-Live-Status. Der Ansatz gefällt mir sehr gut. Liefert beeindruckende Zahlen aus der Praxis, was wirklich mit dem Ding funktioniert. Ich kenne das Ding zu wenig. Ich stelle mir vor, dass so Aufgaben wie eine Sortierung über alle drüber recht komplex sein könnten oder ressourcenintensiv, keine Ahnung, aber das kann man sicherer intelligent lösen oder ist vielleicht schon drin, keine Ahnung. Oder eine Datenbank kann halt mehr, ich kann zum Beispiel sagen, oder könnte sagen, zeig mir abhängig von meinen Berechtigungen jene Services, die in den letzten x Stunden und so weiter. Ich glaube, da wäre es dann schwierig, aber sonst finde ich das Ding richtig fetzig. Relationale Datenbanken, auch wenn viele was anderes behaupten, die können skalieren. Also ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, ich kann Datenbanken betreiben mit hunderten von Millionen Zeilen und ich kann echt schräge Dinger damit machen. Und schnell. Bei der NDO ist das Schema ein Problem. Wenn ich mir anschaue, wie so ein Merlin-Schema ausschaut, dann muss ich anfangen zu heulen. Die NDO wurde halt wahrscheinlich wirklich dazu gedacht, um einfach bequem die Objekte, die ich habe,
1:1 in eine Datenbank zu blasen, aber wenn ich heute will, dass eine Datenbank schnell ist, muss man zuerst überlegen, was ich für Abfragen machen will und dann entwerfe ich die Struktur. Da haben wir ein grundsätzliches Problem und da, ja, ich erlaube mir das in Frage zu stellen. So, und ja, es gibt auch nicht nur relationale Datenbanken. Niemand schreibt mir vor, dass ich alles da reinschreiben muss. Und wenn wir sowas wie eine, so eine MQ mal haben, dann könnt ihr sagen, ich hänge mehrere Listen da dran und schreibe alles, was ich für historische Daten brauche, in eine Datenbank und mache was richtig Schräges, das in irgendeinem Key-Value-Store, so einer NoSQL-Datenbank, immer die letzten aktuellen Dinge reinbläst, die dann oder auch schon voraggregiert und Summaries und so weiter, die ich meine schönen Webfrontends benötige. Also ich muss mir da nicht auf eine Lösung einschränken. So, dann ganz wichtig, meine Plugins muss ich tunen. Unabhängig davon, wie schön oder unschön so ein Nagelscore ist, die Hauptarbeit wird immer von denen gemacht. Und da kann man sehr, sehr viel drehen. Erstens, ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt, bei jeder Slide ein schönes Foto drauf zu machen, aber Dependencies nutzen. Meistens habe ich richtig Stress, wenn dann irgendeine Netzwerkkomponente ausfällt und nachher ja eigentlich hätte ich schon können Parent-Beziehungen und so weiter definieren, aber auch Service-Dependencies. Die Dinger sein, wenn ich das manuell mache, richtig umständlich zu konfigurieren, das macht keinen Spaß. Konfigurationsfrontends können wir das abnehmen. Nach dem Elkon-Vortrag oder morgen hören wir das im Detail, aber dort ist das sehr nett gelöst. Da kann ich in meinen Templates die Abhängigkeiten definieren. Ich mache das gerne so, dass ich einen SNP-Check habe, der nichts anderes sich besorgt als eine OID und der hängt ab von dem Bing-Check. Wenn Bing nicht funktioniert, dann möchte ich ja überhaupt kein SNP machen. Und alle anderen SNP-Checks, große Interface-Table-Checks, irgendwas Teures, mache ich von dem Mini-SNP-Check abhängig. Ist eine billige Lösung, aber nimmt in Stresssituationen schon ziemlich Stress raus. Die Host-Erreichbarkeit. Ich habe vorhin gesehen, da haben sich andere dieselben Gedanken gemacht. Im Grunde ist das bescheuert. Ich habe sowas wie ein Check Host Alive, wieder der Umfrage, wer nimmt Check Bing? Check ICMP, Check FBing. Ja, auf jeden Fall, das ist Irrsinn. Zurzeit habe ich in so einer Standardkonfiguration Host-Checks im 5-Minuten-Takt. Wenn sich was ändert, dann wird es runtergeschalten auf das Retry-Intervall von einer Minute. Nach 10 Attempts wird benachrichtigt. Das heißt, erstens, ich benötige 10 Minuten, bis ich weiß, dass so ein Host down ist. In der Zwischenzeit hat 20 Mal mein Telefon geklingelt. In anspruchsvollen Umgebungen bei Kunden prüfen wir einmal pro Minute. Das ist, wird dann schon lastmäßig heftig, wenn ich viele Knoten habe und ist im Grunde auch noch ziemlich wenig. Nur mal Gedankenspiel. So ein stinknormaler Bing. Um 12.000 Hosts im Minutentakt aktiv zu pingen, habe ich entweder sehr viele Forks. Wenn ich zum Beispiel so Date-Fork wie vorher, der Laptop schafft, je nach Lust und Laune, ungefähr 500 von denen. Aber da habe ich noch nicht viel gemacht, da habe ich halt Date aufgerufen. Mein Laptop kann aber mit einem ganz stupiden Skript, Perl, PHP, irgendwas, locker in der Sekunde 17.000 Mal ein Bing lossenden, mein Loopback bingen, auf die Antwort warten und ebenfalls noch Datum ausgeben, damit ihr halt vergleichbar das habt messen können. Mein Laptop kann noch viel mehr, also das Loopback ist natürlich sehr nahe, aber ich kann ja viele Bings über eine Socket parallel losschicken und einfach asynchron auf die Antwort warten. Wenn wir uns jetzt irgendeinen Dämon schreiben, der die ICMP-Checks übernimmt und das auf eine vernünftige Art und Weise macht, sämtliche Host-Checks auf passiv umstellen, jeden Host im 5-Sekunden-Takt pingen lassen, dann und das auf eine Sekunde beschleunigen, wenn mal ein Paket verliere, dann weiß ich innerhalb von wenigen Sekunden, dass der Host down ist, schreibe sofort ein Check-Ergebnis rein und habe das drin. Ich habe das nicht geschrieben, aber sowas ist nicht viel Arbeit. Ich habe einen vergleichbaren Ansatz gerade vorher gehört im Vortrag zu CheckMK, finde ich cool. Das ist dann halt eine spezielle Lösung, die in einem Prozess habt, der noch im Core mitläuft, funktioniert ebenfalls. Mir wird sowas entkoppelt gefallen und noch für viele andere Komponenten.
Wieso macht man nicht sowas? Also, das geht. Dazu noch ein Check natürlich, der überwacht, ob der Dämon läuft. Oder noch ein Freshness-Check und wenn 5 Minuten lang nichts ankommt, dann führe ich es ja trotzdem aktiv durch. Aber sowas kann ich machen. Das nutzt, ich habe mir ganz grob gerechnet, also bitte die Zahlen nicht so ganz genau nehmen, aber ich habe da 2,5 Megabit Nutzdaten für die 12.000 Hosts und mit IPv6 und Header und Ethernet Frame und so weiter habe ich auf meinem Kabel 5 Megabits. Das geht, das ist nicht viel. Das kann ich machen. Und ich weiß dann halt sofort, dass der Rechner weg ist. Und sowas würde mir gefallen, wenn man diesen Ansatz für so Jack CCP nutzt, warum nicht? Jack UDP. Genauso. Da irgendein abstrahiertes Überding zu entwickeln ist schwierig, das geht nicht. Aber für einzelne Aufgabenbereiche, solche Dinge, das würde mir gefallen. Oder Gott so, ich höre immer wieder, die ESX-Checks, die so wahnsinnig teuer sein. Gott da. Wenn man startet, verbindet sich, behält die Session überall hin aktiv und holt sich da und alles. Ich muss halt zum Beispiel bei sowas, ja, ich könnte trotzdem, wenn mich das interessiert, in einem langsamen Rhythmus grundsätzlich auch reinschreiben, ja, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Aber das muss ich nicht dauernd machen. Damit ich dann meine Performance-Daten weiterkriege. Oder anderes Beispiel, SNMP. Ja, so die Standard-Interface-Table-Checks, gibt es ja mehrere. Machen jedes Mal einen SNMP-Walk. Besorgen sich, also so ein Walk funktioniert ja nicht so, dass ich sage, ich will die ganze Tabelle, sondern ich schicke ein Paket zu der ersten OID, erhalte die Antwort, frage nach der nächsten, erhalte die Antwort und so weiter. Das ist eigentlich sehr langsam. Und ich habe Switches, die beantworten SNMP-Requests richtig langsam. Und dann steht der Check halt rum und wartet. Im Grunde, so eine Table schaut plus minus so aus, es gibt die Interface-Table und die EFX-Tables mit 64-Bit-Countern, ich habe eine Serie von Werten und jedes Mal hole ich die vollständige Tabelle, also ich habe bei so einem 48-Board-Switch mit ein paar virtuellen Interfaces locker über 1000 SNMP-Requests, die hintereinander passieren. Es geht schnell, aber das brauchen wir nicht wirklich. Im Grunde könnte man ja da fehlt eine Slide, aber auf jeden Fall wichtig bei sowas ist der Interface-Index, die passende Beschreibung und so weiter. Ja, gerade bei Cisco, wenn ich das nicht explizit konfiguriere, kann sich sowas bei einem Reboot ändern. Das heißt, ich muss grundsätzlich regelmäßig überwachen, hat das Ding neu gebootet. Aber dann kann ich mir eigentlich alles Mögliche Cachen im Speicher behalten. Und bloß wenn sich die Uptime ändert, dann frage ich nochmal nach, ist dieser Interface-Index wirklich noch Gigabit, Ethernet, Port, irgendwas? Was mich interessiert, dauernd, ist der Interface-Status. Ist das Ding up oder down? Das will ich dauernd bullen. Ich will in einem langsamen Rhythmus wieder nachschauen, wie viele Octets habe ich drüber, rechne zusammen, liefere Performance-Daten und so weiter. Also, zurzeit habe ich jedes Mal die 1000 SNMP-Requests hintereinander, aber ich könnte, um in weniger als einer Minute zu erkennen, dass ich auf meinen ganzen Switches irgendwo einen Port-Status geändert hat, mit einem Paket pro Switch im 10-Sekunden-Takt auskommen. Und wenn sich der ändert, kann ich ja andere Sachen nachfragen. Aber, solche Sachen können wir andenken. Die ganzen Protokolle sind ja nicht, die machen Sinn. Und die Leute, die geschrieben haben damals, haben sehr wenige Ressourcen gehabt. Dementsprechend gut sind die Protokolle gemacht. Dementsprechend nicht kann ich die nutzen. Da ist das Slide von vorher. Genau, was ich dazu noch sagen muss, damit es so schnell geht, es gibt da so einen SNMP Bulkget, den ich nur auf Version 2 machen kann. Aber da kann ich dann sagen, liefern wir diese 10 OIDs. Ja? Und wenn ihr die 10 OIDs weiß, dann kriege ich 10 mit einem Paket. Also mit 5 Paketen habe ich 48 Boards geholt. Nicht 1000. Dann klar, der EPN Embedded Perl Interpreter macht natürlich Sinn, macht aber Arbeit. Also wenn ich nicht wirklich den dringenden Bedarf habe, das Ding zu nutzen, dann mache ich es nicht, weil dann kann es dem Kunden egal sein, was er für Plugins nutzt, es funktioniert. Aber mit dem kann man natürlich enorm Ressourcen sparen. Den Speicher sollte man ein bisschen im Auge behalten, sollte irgendein blödes Plugin haben, das schräge Sachen macht. Jack and Car gefällt mir gut. Ich
kenne es persönlich zu wenig. Mir hat der Vortrag vorher sehr gut gefallen. Im Grunde bedeutet das halt aber, dass ich kein E-Singer mehr konfiguriere, sondern ein Jackham K. Ich konfiguriere ja, eine komplett andere Umgebung. Ich finde das eigentlich, das ist eine Grundsatzentscheidung. Das muss man gar nicht so schlecht finden. Ich nehme dem Chor immer mehr Aufgaben ab. So Dinge wie das Beispiel mit dem Bing habe ich vorher mal erfahren, gibt es da schon? Also ich kann alles Mögliche da drin machen. Ja, das rockt, fällt mir. So Agenten wie so ein Jack MK nehmen Last weg. Oh Gott, so, oder Jack Multi und Jack bei SSH und ein Jack mit einem Jack Cash dazu. Im Grunde, was mache ich denn? Ich nehme halt Services aus meinem Nagios raus und ersetze sie durch virtuelle Services. Schön ist das auch nicht. Ich würde mir eine andere Lösung wünschen, aber es funktioniert. Hab mehr Konfigurationsaufwand, aber es geht. So, mein Freund, die Datenbank. Die Frage ist mir grundsätzlich, ich habe mir so ein paar Fragen hingeschrieben, die man persönlich stellt. Muss ich wirklich jedes Check-Result reinschreiben? Im Grunde reicht es ja, wenn ich das weiß, wenn das der Status sich ändert. Ich muss nicht wissen, ja, das habe ich seit 5 Minuten, das habe ich seit 3 Minuten, das habe ich seit 2 Minuten. Ich weiß dann aber irgendwie ja nicht, ja, läuft das eigentlich noch? Habe ich noch was drin? Stimmt das? Habe ich aktuelle Daten? Grundsätzlich muss das so funktionieren, dass ich da einen Service habe, der ist rot, der ist so lange rot, bis sich das ändert. Punkt. Und wenn ich dem nicht ganz vertraue, dann kann ich das anders lösen. Dann kann ich mit anderen Checks prüfen, ob meine IDO noch sauber arbeitet und. Aber grundsätzlich könnte man das Gedanken machen oder auf dem anderen Backend das ablegen oder die Struktur ändern für das Ganze. Also ich stelle einfach mal nur so ein paar Hypothesen auf. Die Trendgrafiken. Ich blase zurzeit sämtliche Performance-Daten wieder durch den Core zurück. Hab Spaß mit 8 Kilo-Limits und so Dingern. Wenn wir so ein fertiges Modul wie dieses Singer MQ haben, dann würde ich gern wirklich, einfach wie schon vorher erwähnt, die Events subscriben. Ich möchte meine Performance-Daten kriegen als irgendeine Komponente, ganz egal welcher Grafer das ist, und dann kann ich die auf einem anderen Rechner einfach verarbeiten. Wäre schön. Mir würde es gefallen, wenn man die Benachrichtigung modularisieren könnte. Ist ein bisschen kniffliges Thema, weil es da ja darum geht, die ganzen Beziehungen zu kennen und Downtimes und so weiter. Also das ist keine kleine Baustelle. Aber der Core ist recht stimmlich starr. Ich kann da wenig ändern, neue Features brauchen lang, bis ich da drin habe. Ich könnte mit höheren Skriptsprachen schneller lösen, muss aber die Möglichkeit dazu haben. Es gibt Add-ons, aber die nutzen halt auch bloß wieder hässliche externe Schnittstellen. Schön wäre, wenn man das Projekt die Möglichkeit geben würde oder Vorgaben, wie so eine Komponente ausschauen könnte. Man könnte mal drüber nachdenken. Ja, das habe ich vorher schon erwähnt. Also wenn wir sowas haben, dann Summaries-Aggregationen und in irgendeinem Memcache, ganze MongoDB, irgendwas, dann kann ich die heftigen Dinger da reinblasen und schon voraggregieren und. Von x Rechner gleichzeitig und skalieren, also die Dinger skalieren auch nicht unendlich, aber es geht sehr viel. Wobei das meiner Meinung nach gar nicht brauchen würde, wenn ich ein schönes Datenbankschema hätte. So, und noch ein nettes Beispiel, das liegt mir nicht am Herzen. Isinga Web ist ein tolles Tool. Das, gerade die aktuelle Version, wenn ich die installiere, die fühlt sich sau langsam an und ich kann das eigentlich mit vielen kleinen Dingen fixen, aber in der 1.6 habe ich da schon einiges drin. Isinga Web 1.5 ist schneller als der Vorgänger, hat aber sich selber ein paar kleine Probleme geschaffen. Bloß noch zwei nette Screenshots, um das zu zeigen, weil es ganz, ganz interessant ist. Das Ding war langsam. In großen Umgebungen habe ich Isinga Web 1.5 erstmal nicht benutzen können. Und klar, Isinga Web macht Abfragen, die teilweise sehr teuer sind. Hängt von der Datenbank ab, das geht halt nicht anders. Aber heute ein Browser macht nicht bloß zwei, der macht 6 parallele Requests, also das muss egal sein. So Query läuft halt mal im Hintergrund, das Frontend muss bedienbar sein. Das Problem, das wir aber hatten, ich habe hier mit ziemlich teuren Requests für was anderes simuliert, deshalb dauern die Dinger so lange. Aber ich sehe schön, dass mein Browser startet 6 parallele Requests und dann immer nur dann, wenn einer fertig ist, den nächsten. Da läuft was falsch, weil die Dinger haben viel länger warten müssen, als sie
hätten warten müssen. Das Problem war, dass es ist Single-Web aus Performance-Gründen, was sinnvoll ist, die datenbankbasierten Sessions haben die ersetzt durch die ganz normalen PHP-Sessions, die in Files liegen. Die Dinger sind schneller, das macht Sinn, aber da habe ich ein Locking. Und das File wird erst wieder freigegeben, wenn der Request beendet ist. Wenn im Hintergrund dann teure Requests laufen, dann muss der Nächste warten, bis die Session freigegeben ist. Das heißt, die Sessions hängen rum und machen gar nichts. Wenn man das Ding mal neu geschlossen hat, dann lief es plötzlich so und war viel, viel schneller. Das war bloß nur die halbe Zeit, das sieht man da unten, also der Grafik gleich breit, aber es war viel schneller. Im Isinga Web 1.6 habe ich die wieder in der Datenbank und damit das Problem gelöst. Wenn jemand ein Isinga Web 1.5 hat, einfach das Umstellen, das kann man konfigurieren, läuft super. Und im Isinga Web 1.6 könnt ihr das sogar noch auf einen Memcache-Server legen oder einen Membase. Was ich empfehlen kann, ebenfalls zum Tunen von Isinga Web, der APC-Cache ist so ein Bytecode-Cache fürs PHP. Das läuft, das Ding ist schnell und bringt sehr, sehr viel, weil das Projekt hat viele PHP-Dateien, aber das bringt wahnsinnig viel Speed. Also ich kann wirklich in großen Umgebungen das Isinga Web nutzen, das läuft. Skalieren, wenn ich das auch noch möchte, kann ich das wie eine klassische Batch-Anwendung. Ich stelle halt mehrere Server auf, eventuell spendiere dedizierte Datenbank-Slaves und so weiter. Wichtig aber, das geht nicht unendlich. Also wenn ich eine teure Lesequery habe, dann können zwar mehrere von denen parallel laufen, aber wenn auf eine involvierte Tabelle jetzt eine Schreibquery kommt, dann habe ich zwar in InnoDB rohbasierte Lockings, aber sobald ich so einen Count Stern mache, habe ich schon verloren. Und die Lesequery muss dann auf die Schreibquery warten und von da an stehen alle. Und das macht es dann halt wieder ein bisschen böse. Und das Problem habe ich leider auch auf dem Slave, von dem ich bloß lese, außer ich befülle den so rhythmisch und bremse immer wieder meine Replikation. Ich könnte mit den Transaction Isolation Levels spielen, das ist aber auch nicht ganz so trivial. Und ja, im Grunde, es geht nicht unendlich weit, weil jeder Slave muss in so einer Umgebung wirklich jede Schreibquery ausführen. Aber im Gegensatz zum Master, nur in einem einzelnen Thread. Also was so ein einzelner Master schafft, kriegt der Slave vielleicht gar nicht weg. Das muss man so als kleinen Ausflug in das Thema. Grundsätzlich, wenn ich eine Datenbank habe, ich muss ein paar Schrauben drehen. So eine MySQL-Standardinstallation reicht für meine private CD-Sammlung, um das abzulegen, also die Titel oder keine Ahnung. Aber mehr geht nicht. Die nutzen 8 Mega Cache oder sowas. Also InnoDB Buffer ist ein guter Tipp. Bloß wenn ich den auf was ziemlich Hohes drehe, dann habe ich meistens enorme Effekte. Der Kunde glaubt dann meistens, er hat einen neuen Datenbank-Server, obwohl ich an eine Minischraube gedreht habe. Und dann gibt es noch viele andere kleine, aber wenn ich wirklich so tief runtergehen muss, dann habe ich grundsätzlich das Problem. Dann bin ich schon an der Grenze von dem Server. Ja, vielleicht nur ein Beil von meiner Seite. Also ich hätte sehr, sehr gern ein neues Schema oder die Möglichkeit, das können wir vielleicht auch machen, wenn wir sowas wie diese Isinga MQ mal haben, dann könnt ihr die IDO als Listener da dran hängen und man könnte so langsam anfangen, andere ebenfalls so draufhängen, die dann ein anderes Schema befüllen, dass wir da eine andere Auswahlmöglichkeit kriegen, so langsam wegmigrieren können von dem. Aus meiner persönlichen Sicht ist das Ding, Datenbank hat ein Riesenpotenzial, ihr könnt wahnsinnig viel machen und richtig schräge Sachen abfragen, die wichtig sind. Ich kriege richtig schöne Infos daraus, aber zurzeit ist das einfach zu langsam. Und ja, also ich wollte einfach mal so ein paar Ideen in den Raum stellen. Wenn ihr mal noch ein bisschen drüber quatschen möchtet, gerne. Oder was mir persönlich gefallen wird, zurzeit haben wir haben sehr viele Projekte und das ist eigentlich gut, weil das treibt alle gegenseitig an. Oh, die anderen haben das schneller und so weiter. Aber wenn man das ein bisschen modularer machen würde, dann können sich halt schöne Synergieeffekte ergeben. Ja, das war's erstmal. Danke.